Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Pokémon Schwert Nuzlocke. In der letzten Folge haben wir Bella gefangen, unser Kürzel. Und es gab eine kritische Situation davor, der sich aber zum Glück aufgelöst hat. Und wir klappern jetzt diese Route hier ab. In der Hoffnung, ein paar Level zu sammeln. Die nächste Arena hat Level 36. Ah, Milzer. Wir hätten einen Drachi haben können. So, mit wem kämpfe ich denn jetzt am Anfang? Für die Arena brauche ich Ariel. Ich bin auch am Überlegen, ob ich Ariel dafür Orkan beibringe, zeitweise. Und John Cena. Da würde ich sagen, die beiden lassen wir außen vor. Dafür dürfen Claire, Kira, Alfredo und Monkey ein bisschen was machen. Dann fangen wir an mit Kira und Claire. Geht's jetzt auch direkt los mit dem Doppelkampf, während ich hier gerade mal den Greenscreen wieder anpasse. Der ist ein bisschen komisch. So. Toggetick. Gladiantri. Weiß nicht, ob Toggetick schon Feenattacken kann. Deswegen gehe ich mal auf Schutzschild mit Claire. Ah, fast ein One-Hit KO. Nicht mehr viel gefehlt. Autsch. Nicht dein Ernst, oder? Was soll der Scheiß? Antikkraft. Und Metallklaue. Und beide gehen auf Kira. Anstatt auf Claire zu gehen mit irgendwas. Beide gehen auf Kira. Was ist das für ein Beschiss? Jetzt mal ganz im Ernst. Mann. Auch niemandem sagen, dass es normal ist. Ah,
Ah, jetzt gehen sie zu zweit auf Claire, oder was? Immerhin eine ganz kleine Kampfattacke. Das ist doch total bescheuert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kira wäre richtig gut gewesen. What the fuck? Was ist mit denen los heute? Jeder kann sehr effektiv Attacken gegen alle Pokémon einsetzen, oder was? Wie soll was aus der Nuzlocke werden, wenn jeder Gegner gegen alle Pokémon sehr effektive Attacken hat? Kira? Deine Verwandtschaft ist schuld, dass wir Dieter verloren haben. Seitdem warst du im Team und hast auch schon ein bisschen was leisten können. Ich habe gedacht, aus dir wird eine starke Frau. Du wurdest eine starke Frau. Doch dann wurdest du von diesen zwei NPCs hinterrücks in den Allerwertesten. Ihr wisst schon. Wenn die Nuzlocke vorbei ist, kriegst du eine zweite Chance und ich hoffe, der Trainer wird glücklich. Du wirst vermisst werden, Kira. Wir nehmen statt Kira Freddy ins Team. Dann sind wir wieder bei diesen Forschern, ey. Ist so bescheuert einfach. Weil, wieso sollte ich mit sowas rechnen? Wieso sollte ich damit rechnen? Okay, dass Gladianti eine Eisenattacke, eine mittelstarke bis schwache Eisenattacke einsetzt. Okay. Konnte ich mit rechnen? Habe ich mit gerechnet. Aber das Togetic Antikkraft einsetzt und nicht auch noch auf Claire geht, die auch eine Schwäche hat gegen Feenattacken. Woher soll ich das wissen? Ich werde jetzt schon von Kampfpokémon begrüßt hier. Naja. Psychoschock dürfte One-Hit-KO. Oder auch nicht. Ich vergaß, bei dieser Nuzlocke trainiere ich ja nicht auf EVs. Das ist so semi-gut. Deswegen ist meine Einschätzung da nicht immer so genau. Monkey Level 32, Freddy 22. Ah, stimmt. Das habe ich vergessen. Die Fossilien sehe ich immer als Static Encounter. Das heißt, ein Fossil können wir wiederbeleben. Haben wir denn schon genug Dinge dafür? Können wir direkt machen. Haben wir noch ein neues Teammitglied. Es ist ein Lecryodon. Bin ich schon mal ganz happy drüber. Es hat kein Geschlecht. Okay, wie nenne ich das? Killer.
Mit Absicht Kila, mit Doppel-L. Ist jetzt auf unserer PC-Box. Wir schauen uns Kila mal an. Level 10. Pulverschild, Donnerschokoladevorgang. Angriff gesenkt, das ist schlecht. Die bleibt dann erstmal auf der Box. Aber gut zu wissen, wir haben ein Fossil für den Fall, dass wir unser Team da aufstocken müssen, was jetzt hoffe ich nicht mehr passieren wird. Aber ich kenne meine Orts, das hat ja gerade auch schon wunderbar geklappt. Einfach nur Bullshit. Ich mag Barakamba nicht. Alleine der Ruf, der ist schon so. Von der Zeit her machen wir die Arena noch in dieser Folge. Käfergift, da darf ich nicht drin bleiben. Wird später zu Gift und Licht. Don Senna ist ganz gut dafür. One-Hit KO, so wie es sein soll. Alfredo, 32. Gladiantri, schon wieder. Ariel. Der darf Ariel klatschen. Das könnte schon mal zu einem Problem werden. Wie viel Schaden? Ah, das geht ja noch. Wenn nur ein Kaskade zuschottet, ist auch in Ordnung. Haben wir besiegt. Dann gucke ich mal. Aufla. Bin Claire und Alfredo lernt. Bringe ich aber keinen von den beiden bei. So, hier geht's noch runter, bevor wir da vorne gegen den Künstler kämpfen. Nach dem Künstler werde ich mein Team auf Level 7. Du bist doch gegen Hopp kämpfen, da. Hopp und 2-3... 35. Ich werde mein Team auf 35 trainieren. Im Jotesto bleibe ich nicht drin. Dann können wir nämlich noch durch Hopp auf 36 kommen. Und in der Arena selbst kriegen wir, glaube ich, vor dem Arena-Leiter kein Level ab. Oder ich mache gegen Ende von 34 und dann gegen Hopp. Sind wir auf Nummer sicher. Aber mit 32 möchte ich nur ungern in der Arena gegen 36er kämpfen. Vor allem am Ende gegen das Dynamax-Pokémon. Das wäre nicht sehr schlau von mir und ich möchte jetzt auch nicht provozieren, die ganze Pokémon zu verlieren.
So, John Cena 33, Claire 33, Freddy 23. Stahlflügel. Wenn das jemand lernen könnte, wäre es ultra geil für die Feenarena, die nach der Kampfarena kommt. Kann aber niemand lernen, super. Ja, Pech gehabt, wa? So, dann sind wir gegen Künstler dran. Das ist, glaube ich, der letzte Trainer der Route. Wir fangen jetzt Mobbern an. Das kann Claire sogar machen. Ist Kampf auf Gift normal effektiv? Ich glaube schon. Nein, ist es nicht. Warum will mich jeder Trainer tot sehen? Was habe ich getan, dass jeder Trainer, vor allem in dieser Nuzlocke, möchte, dass mein komplettes Team K.O. geht wegen irgendwelchen Attacken, die ich nicht vorhersehe, weil die überhaupt keinen Sinn machen würden, wenn du normal Pokémon spielst? Kann mir das einer von euch erklären? Schaut euch den Steinhagel an. Das Pokémon beim Typ Gestein ist, das weiß ich, aber dass er so viel Schaden macht, wusste ich nicht. Ah ja, Steinhagel, damit muss ich rechnen in der Kampfarena. Das können nämlich viele Kampf-Pokémon. Komischerweise, so. Ariel mit Nassschweif. 90er Schaden. Aber nur 90 Genauigkeit. Ne, bleib ich bei Kaskade. So. Da sind wir in Passback, ne? Also die Pokémon heilen und dann gibt es für mich eine kleine Trainingssession, die ich für euch rausschneide. Wir sehen uns wieder, wenn das Hauptteam auf 34 Richtung 35 ist. Ey, ich war gerade am Leveln gewesen und ja, Freddy entwickelt sich. Sehr schön, den können wir direkt mitbenutzen. Da ist er. Da ist unser Reflex, Freddy. Die Hochform. Toxin, warum nicht gegen Tanks? Haben wir im Moment sowieso nicht so viel. Da können wir später vor dem Hopp-Kampf auf jeden Fall nochmal zum Attackenlerner gehen, gucken, ob wir was verpasst haben. Funkensprung statt Wangenruppler nehmen wir auch sehr gerne mit. Ja, wie ihr seht, ich habe deine Raids gemacht. Schauen wir uns mal kurz Freddy an. Was für eine Fähigkeit hat er? Punkrock, nice. Erhöht den Schaden von Lärmattacken und halbiert den Schaden, den es durch Lärmattacken bekommt. Das ist saugut. Weil später lernt Freddy Punkrock. Punkrock? Nee, Punkrock ist die Fähigkeit. Was lernt er nochmal? Er lernt auf jeden Fall seine Signature-Attacke. Die ist Typ Elektro. Eine Lärmattacke, die wird verstärkt. Die hat dann insgesamt eine Stärke von über 200. Also fast Explosionsstärke, nur halt von Typ Elektro dann. Und es kann Schallwelle lernen. Was dann als Normalangriff
durch die Fähigkeit auch, ich glaube, eine Stärke, sogar noch stärker ist als Elektroattacke. Also. Ja, der Freddy, wenn wir den behalten, wird der eine richtig starke Maschine. Da bin ich richtig froh drum. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich mit dem Leveln fertig bin. So, da sind wir wieder in Passback. Unser gesamtes Team ist 34, mehr oder weniger auf der Schwelle zu 35. Gehen wir mal alles durch. Also Claire hat noch Luft nach oben. Bis 35. Prügler, Fassade, Schutzschild, Durchbruch. Alfredo, immer noch Laubklinge, Sondersensor, Next Strike, Synthese. Auf einem halben Weg zu 35. Freddy mit Schockwelle, Giftschock und Kanon und Toxin. Alle drei bewegen sich im 90er Schadenbereich. Ne, Giftschock ein bisschen drüber, Kanon ein bisschen drüber. Und Freddy ist auch auf dem halben Weg zu 35. Ariel so ein Drittel zu 35. Kaskade, Eis, Zahnknirscher. Dann haben wir John Cena. Die ist ganz knapp zu 35. Mit Psychoschock, Käfergebrumm, Kanon und Reflektor. Von den Items her, Claire mit dem Expertengurt, Alfredo mit dem Muskelband, Freddy mit der Schlaubrille, Ariel mit den Überreste, John Cena mit ihrem Silberstaub, ist es glaube ich, und Monkey mit der Wundersaat. Ich erst mal, dass wir vor Hop Items einsammeln. Also ein Item können wir auf jeden Fall einsammeln. Ich weiß jetzt nicht, ob hier im Haus was drin ist. Im Haus war nichts drin. Ich weiß aber, dass hier oben ein Item ist. So, hier haben wir eine TM, nämlich Giftschock. Guck mal einen an. Nicht schlecht. Nennt vielleicht noch jemand anderes außer Freddy. Gucken wir aber später erst nach. Dann sind wir auch schon bei dem Kampf gegen Hopp. Jo, dann mal schauen, wie es wird, wa? Wie groß ist sein Team? Vier Pokémon. Leadet mit Urgel ist jetzt für Claire nicht ganz so toll, wegen Flugattacken. Gegen Urgel können wir aber richtig gut Freddy benutzen. So, einmal die Schockwelle. One-Hit-KO, so soll's sein. So, John Cena schon auf 35. Salanga machen wir mit Ariel. Dürfte eine Kaskade ausreichen. Sehr gut. Jetzt kommt Toxel. Und Toxel darf sich Monkey kümmern. Schlag. Dann dürfte als letztes Fleckleon kommen. Da darf Monkey drin bleiben.
Und One-Hit-KO, so soll es sein. Sehr gut. Haupt noch ein bisschen weiter demotiviert. Ein paar Pokémon auf Level 35 geworden. Gut, anders als geplant beende ich die Folge schon hier. In der nächsten Folge machen wir mit Arena weiter. Tut mir sehr leid. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, wenn ihr euch auf die nächste Folge freut, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, auf die Glocke hauen und joint meinen Discord-Server. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut.